Wir können eigentlich nicht wirklich Suchtbad machen, das stimmt, ist schon richtig. Weil wir nicht, weil ich Suchtbad immer mit dem Scheich ist, mit Scheich. Und das ist unsere Absicht, dass der Scheich hier ist, inshallah. Und wenn wir müssen auch nichts sagen oder nichts Besonderes jetzt sagen oder so. Wir sitzen hier mit der Absicht für Suchtbad. Wenn es eine Minute ist, ist es auch okay. Das ist Suchtbar. Dann bekommen wir den Segen von dieser Suchtbar. Mit allem dem, was drin ist. Sozusagen, als wenn der Scheich hier sitzen würde. Ja? Und du kriegst die gesamte Thawab und die Geheimnisse und alles, was da ist, für eine Suchtbar mit dem Naqshbandi-Scheich. Alhamdulillah. Deswegen muss man die Niyat auf jeden Fall machen. Al-Khairu fi Jamia. Tarikatuna Sohba wa Khairu fi Jamia. Unser Weg ist die Gemeinschaft. Und das Gute liegt in der Gemeinschaft. MashaAllah. Das heißt, da ist Heilung. Da ist Heilung drin. Da ist Reinigung drin. Reinigung ist Heilung. Heilung ist Reinigung. Ja, Reinigung, das ist Jamaat. Und da ist jeder gleich. Ist nicht irgendwie einer jetzt. Es ist alle gleich. Jeder ist dem anderen die Heilung. Allah. Du kommst beladen her. Mit allen möglichen Dingen und nimmst ein Bad sozusagen mit der Jamaat und jeder ist jedem die Heilung und die Reinigung. Das ist der Grund, warum man von so einem Treffen 100% besser weggeht, als man gekommen ist. 100%. Deswegen ist auch kein Weg zu weit. Heute habe ich schon ein paar Mal gedacht, es ist zu weit. Habe ich meine Frau genervt. Und sie ist ja gefahren, ich bin noch nicht mehr gefahren. Ich war nur wütend die ganze Zeit. Und da habe ich jetzt noch weiter als Bruchsal. Jetzt habe ich geguckt, wie viel weiter ist es denn? 40 Minuten weiter. Und so, das Nafs hat wieder richtig zugeschlagen sozusagen. Und dann vergisst man, was los ist, dass auch 1000 Kilometer keine Entfernung sind, um einen Freund zu besuchen. Nicht so weit sind. Es ist nicht einfach, es sind 50 Freunde hier. MashaAllah. Ja, Allah, MashaAllah. Was soll das so weit sein? Was für ein Segen hast du davon? Du hast ja Segen, du würdest um die Welt fahren dafür. Wenn du wüsstest, wenn wir wüssten, was da drin ist. Ja. Alhamdulillah. Deswegen sage ich Alhamdulillah. Ich wollte noch was anmerken, was zu Maulana Sheikhs Reise, Sheikh Mohammeds Reise hier zu uns. Es war eine sehr schöne Reise und sie war so, hat mich sehr erinnert an die Reise mit Maulana Sheikh Nazim. MashaAllah. Damals. Es hat die gleiche Wirkung sozusagen. Die gleiche Wirkung. Und es wird immer offenbarer, in welcher Perfektion Maulana Sheikh Nazim Qaddasa Sirruhu Aliyah uns sein Erben hinterlassen hat und die perfekte Führung, um den Weg weiterzugehen, wie es natürlich sein muss. Es kann nicht anders sein. Er ist von Rasulullah, von der Kette, natürlich, von Abu Bakr Siddiq. Und Rasulullah ist auch nicht gegangen, hat ohne uns Abu Bakr Siddiq zu lassen. Das ist kein Zufall. Ja. Abu Bakr Siddiq ist der Khalifa, konnte kein anderer sein. Ja.
Und so ist es auch hier. Und ich habe Leute gesehen, weil Leute sind, unsere Leute, unsere Bruderschwestern sind teilweise, ist auch verständlich, verzweifelt und gefangen in ihren Angewohnheiten und Denkgewohnheiten und emotionalen Gewohnheiten, die Maulana Sheikh Nazim immer sehr gut bedient hat, sozusagen, ja, ist jetzt was anderes. Und es sollte immer was anderes sein. Es sollte heute ganz anders sein als gestern. Also ihr Sufis, oh ihr Sufis, und die es gerne sein möchten. Jetzt sind wir ja nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Maulana hat ja gesagt, I am not a Sufi. Alhamdulillah, wir sind befreit. Ja, aber ein Sufismus ist sich ändern. Islam ist sich ändern. Ein Satz, ist sich ändern. Nicht gleich bleiben und festmachen und jetzt habe ich es aber gefunden und jetzt, ah, nee, ändern. Du musst es ändern. Deine Denkgewohnheiten sprengen, deinen emotionalen Rahmen sprengen, dein Geheimnis, dein selbst erschaffenes Gefängnis sprengen. Mhm. Ja, das ist. Deswegen müssen wir uns einstellen auf die auf Sheikh Mohammed. Ja, und einfach als erstes mal den Glauben und Intention zu machen, ihm hundertprozentig zu folgen und zu wissen, dass er Murshid ist, ein Murshid, ein perfekter Murshid, der führt dich von A bis Z, von Anfang bis Ende, bis zum höchsten Ziel. Und das höchste Ziel ist Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, zunächst. Ja? Muss man wissen. Und nicht resignieren und sagen, jetzt ist alles vorbei. Manche melden sich ab, schreiben es auch noch bei Facebook, bin abgemeldet. Ja, das ist ja sowieso, also Facebook, ja, Alhamdulillah, also. Ja, melden sich ab. Dann lässt Maulana Sheikh Mohammed, sagt was. Das wäre sehr wesentlich in einer Suchbad bei uns in Kai. Mhm. Für die Frauen ein sehr wesentlicher Punkt, dass sie bereit sein sollen für ihre Männer, ja, für ihre Ehemänner, als Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Von vielen Punkten natürlich, hat jetzt nicht, wenn du das alles besprechen willst, brauchst du ein halbes Jahr, wenn du die Ehe besprechen willst. Mhm. Kann man ein Seminar machen, können wir mal machen. Halbes Jahr. Er hat an einem Punkt, hat er einen Punkt mal gesagt. Ja. Und nachdem ich 20 Jahre lang für die Frauen eingetreten bin und immer gesagt habe, Frauen, mashallah, Männer, ja, Gentlemen, I call you gentlemen, but you know what you are. Ja, die Grobiane. Verstehst du? Versteifte Grobiane. Ja? Und jetzt sagte Maulana, und dann gibt es einen Aufruhr bei den Frauen. Dann gibt es einen Aufruhr. Ja. Und dann schreibt einer zum Beispiel, ich habe es ja immer gewusst, ja, deswegen habe ich auch zurückgezogen. Ja, Brüder und Schwestern, ich würde mich nicht zurückziehen. Ja, kannst du ruhig aufnehmen. Ja, schönen guten Tag, Salam Aleikum. Ja, macht das nicht. Ihr macht den größten Fehler eures Lebens und eures Todes auch. Ja? Zieh dich nicht zurück vom Weg. Ist Allah jetzt nicht mehr da? Mohammed Salas ist nicht mehr da? Sheikh Nazim ist nicht mehr da? Ist der Weg jetzt zu Ende? War das der Weg? Gebunden an eine Person? Glaube nicht. Wer Mohammed angebetet hat, hat Abu Bakr Siddiq damals gesagt, ja. Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist gegangen, ist gestorben, ist rübergegangen. Ja. Wer Allah angebetet hat, Allah ist da. Hi. Weiter. Also, und wenn du Sheikh Nazim liebst, wie du behauptest, oh Bruder, oh Schwester, und so innig mit ihm bist, dann höre auch auf ihn und nimm sein Erbe an, was er dir hinterlassen hat, für dich. Hack. Damit du weiter folgen kannst, deinen Weg weitergeben kannst. Maulana Sheikh Nazim hat dich nicht alleine gelassen. Er gibt dir immer noch Nahrung, immer noch, durch seinen Sohn. Das ist jetzt mal sein Sohn, aber durch seinen Nachfolger, durch seinen Khalifa. Und die sind eins zu eins. Und ich habe es gesehen, in der Jamaat, in verschiedenen Jamaat. Ich habe es überall ein bisschen gesehen, aber nicht so stark wie in Lüneburg zum Beispiel. Da war ganz stark. Viele Brüder und Schwestern waren da
wie soll man so einer Versenkung irgendwie verschwunden. Wie so, so. Auch lange nichts mehr gehört und so mal irgendwie gibt's den noch und ich war auch nachlässig, habe mich nicht gekümmert natürlich meiner Krankheit und dies und das, ja, und da waren die alle da, als der Sheikh Mohammed kam. Haben super organisiert, einen ganz tollen Raum und da war Essen da und ich habe auch vorher noch gesagt, macht richtig. Dann haben sie angerufen, wer, wie lange bleibt er denn und so, was sollen wir denn hinstellen, ja, Chips und die sagen, nee, vor das Rohr. Ja, und die waren alle strahlend und du konntest sehen, die Frische, wie der Scheich Mohammed unser Herzen erfrischt und die Seelen erfrischt, wie der Heilige es tut halt, Waliullah. Wenn Waliullah auftaucht, dann erfrischt er die Herzen. Und zwar mit allem, was, das Herz ist nur das Zentrum, aber natürlich sind die alles noch, was da dran ist. Der ganze Körper, alle Atome, alle Moleküle. Und es passiert, dass alles an seinen Platz gerät. Nur durch die Präsenz. Da musst du nichts sagen, nichts anderes haben. Nur durch die Präsenz. Durch seine Präsenz kommen die Dinge, fangen die Dinge an, sich zu bewegen. Und jedes Molekül und Atom und dies und das geht an seinen Platz. Ohne irgendwas. Und das Ergebnis ist ein Strahlen auf den Gesichtern. Wie es damals bei Sheikh war. Enthusiasmus ohne Ende, mashallah. So war das. So war das. Es war sehr schön. Es war überall so eigentlich. Und ja, mashallah. Das wollte ich sagen. Und was Technisches noch. In Aachen waren wir auch. Zum ersten Mal diesmal. Das war auch sehr schön. Und da bei der Ihda. Nach dem Gebet, dann immer alle und Al-Shafi'i, Khasatan, Shaunakshman, Al-Waisi, Al-Bukhari, Sultan, Sheikh Abdullah Faizdar, Sheikh Mohammed Nazim Al-Khani. Und dann hat der eine hat gesagt, Sheikh Mohammed Adel Arabani, Arif, Bil-Uyub. Der Wisser, der des Unsichtbaren, ist nur Allah. Das Verborgene. Ist ein Titel von Allah. Ja. Und da war dann, bei Sheikh Mohammed war er dann genug. Da hat er dann nach Suchbad gemacht und hat er gesagt, er will das nicht mehr hören. Er will nicht seinen Namen hören. Er will seinen Namen nicht in der Echte hören. Wie ich immer gesagt habe euch, aber auf mich wird ja auch gehen. Ne? Okay. Ja, alle immer seinen Namen. Nee, ist nicht. Bis zu Sheikh Nazim. Sheikh Nazim ist drüben. Das ist was anderes. Er will es nicht, verstehst du, mashallah. Okay. Und er sagt's. Und dann hat es auch gesagt, früher, wir haben es nie gemacht in Damaskus oder so. Weil die ersten Jahre auch in Deutschland nicht, nie gemacht. Und dann wurden es immer mehr und immer, und dann haben es einfach gemacht. Und irgendwann hat Sheikh gesagt, okay, alles klar. Hat es nicht mehr, hat nichts mehr gesagt. Aber es ist, Sheikh Mohammed hat es gesagt. Und wir sollten uns daran halten. Okay. Wir sollten uns daran halten. Da hat er Klarheit geschafft. Ja. Eine seiner Haupteigenschaften ist halt Straightforwardness, total fokussiert, immer auf den Punkt, immer zentriert, nie irgendwie, ja, sondern immer, deswegen tut er immer das Richtige und sagt immer das Richtige und zwar nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja. Und das Ganze hinter der Bescheidenheit, extremer Bescheidenheit und Verstecktheit sozusagen. Deswegen muss man Geduld, dann sage ich zu meinen Brüdern und Schwestern, habt Geduld, ja guckt mal richtig hin, ja guckt mal richtig, nehmt euch mal die Zeit, bleibt mal ruhig, das ist deine Chance, das ist unsere Chance, endlich mal ruhig zu werden, ja nicht immer, nee. Und dann siehst du, dann ist der Schleier, das ist ein ganz dünner Schleier vor ihm. Und dahinter ist direkt ein Ozean ohne Ende. Ozean der Schönheit, Ozean der Kraft, Ozean der Geheimnisse, Ozean. Weißt du nicht, was das, wohin das geht. Und der Rest bist du. Du bist der Fehler. Sag nicht.
Es hat sich alles geändert, ich muss mich abmelden. Melde dich mal wieder an. Ja. Weil du musst dich adjustieren, du musst dich verändern nach dem Weg. Ja, ja, dann sagen sie, Islam, wir müssen den Islam reformieren. Europäischen Islam. Ja, ist ja nicht wie damals. Wir wollen jetzt einen modernen Islam, muss man an den Islam anpassen. Idioten, ihr müsst euch anpassen an den Islam. Islam ist zeitlos. Islam ist perfekt. Islam ist die Schönheit, schlechthin. Ja, du musst dich, wenn du schön werden willst, ja, dann passe dich dem Islam an. Dann wirst du schön. Wenn du dem Weg folgen willst, dann passe dich an. Höre auf den Scheich einfach. Der Scheich ist die Tariqat. Hat sich das geändert? Gibt es jetzt plötzlich nach dem Scheich mehrere Scheichs? Neuerdings? Habe ich noch nie gehört. Ich habe auch Molana Scheich Nasim nie gehört, dass er gesagt hat, also pass mal auf, manchmal ist wenn der Scheich weggeht, gibt es dann zwei. Der sagt ja, der sagt nee. Manchmal auch drei. Einer hat gesagt, es gibt drei. Jetzt nach Molana Scheich. Und drei. Trinität. Gibt es drei? Nee, es gibt einen. Es gibt einen. Es gibt immer nur einen. Es gibt nur einen Kronprinz. Es gibt Prinzen. Prinzen gibt es. Das ist okay. Es gibt Scheichs. Es gibt 7007 Naqshbandi-Scheichs. 7007. Ja. Das ist die Tradition, das weiß man. Das haben die Molana uns gesagt. Aber es gibt nur einen Nachfolger in der Kette. Einen Kronprinz, der König ist. Mhm. König. Mhm. Er ist der King. Der ist der Savior. Wenn der kommt, der braucht nur durchgehen und ist okay. Alles, was der guckt, alles, was der berührt, deswegen müssen wir uns anpassen. Nicht sagen, es ist jetzt so und so, aber jetzt nee, und der macht ja gar nicht, der beachtet mich ja gar nicht und der sagt ja gar nicht guten Tag und auf Wiedersehen und kein Bonbon gekriegt. Das stimmt doch irgendwas. Ja, das stimmt auch was nicht. Mit dir stimmt was nicht. Und es hat schon damals nicht gestimmt. Hat schon bei Sheikh Nasim nicht gestimmt. Und jetzt auch nicht. Deswegen. Machen wir uns auf, inshallah. Ja? Machen wir uns wirklich auf. Volles Rohr. Ja? Der Sheikh, er gibt ja keine Befehle oder ganz selten. Er ist der Befehl, sozusagen. Er ist die Order. Er ist unser. Stell dein Herz ein, verstehst du, inshallah, und wir alle, inshallah, und es wird gut, es geht gut. Es sind gute, sehr gute Nachrichten. Amen. Sehr gute Nachrichten. Sehr gute Nachrichten. Und es ist schön anzusehen und mitzumachen. Ich bin auch genauso wie die als sich abgemeldet haben, bin auch nicht besser oder so. Ich beobachte es nur, versuche es zu beobachten und ich sag's nur. Und es ist einfach schön zu beobachten, wie das so aufgeht. Und es ist das Gleiche wie bei Maulana damals. Und mashallah. Und es wird natürlich, so wie es eben ist, jedes Jahr mehr. Ja, es kommt natürlich mehr. Es ist nicht so auf einen Schlag. Könnte ja auch sein. Ja, auf einen Schlag. Aber es ist natürlich nicht. Gott sei Dank nicht. Das würde keiner überleben. So auf einen Schlag hier. Ja, jetzt geht es sehr langsam. Jeder hat die Chance. Ja, Islam ist barmherzig. Ist Schritt für Schritt. Ja, und immer wieder, wie du gesagt hast, ja, hinfallen, aufstehen. Ja, lass uns immer aufstehen, ja, mashallah. Jamaat ist halt wichtig. Jamaat ist wichtig. Ohne Jamaat kannst du nicht aufstehen irgendwann. Da landest du im Irrenhaus. Ja, du musst einmal in der Woche zum Jamaat gehen. Ruf nicht irgendjemand an und sagt, ihr könnt nicht und ich bin irre und gib mir welche Pillen. Und geh einmal zum Sicke. Mindestens in der Woche. Das ist ein Minimum. Ja? Da ist die Müllabfuhr da und da wird alles entsorgt. Besuch einen Bruder am Tag, eine Schwester, 5 Minuten. Du hast einen Segen, als wenn du Propheten besucht hättest, Allah. In seiner Lebenszeit, Allah. Hat der Großscheich gesagt.
gleiche. Welche Sache? Möge Allah uns schützen, inshallah. Amen. Unser Herzen vor Shaitan, vor Dunya, Hawa, Nafsa, Mara, Bisu. Und uns standhaft machen, inshallah. Amen. Wa Allah tawfiq, wir haben mit Fatiha. Amen. Takaballah. Vielen Dank für die Einladung. Und auch Hidayah, vielen Dank für die Einladung, wenn es auch nicht so geklappt hat, wie sie gedacht hat. Aber es hat ja doch geklappt. Es ist ja deine, es ist ja deine Sehnsucht gewesen, Alhamdulillah. Und es hat ein bisschen anders dann. Aber das ist ja okay. Ist ja perfekt wieder. Ne? Ist perfekt. Mashallah. Gut. Hat noch einer eine Frage für irgendwas? Du? Ich eine kurze, Sheikh Hassan. Echt? Eine kurze? Keine. Nee, das lohnt sich nicht. Keine ungewöhnliche. Okay. Du hast nochmal wiederholt, dass Sheikh Effendi gesagt hat, man sollte seinen Namen nicht mehr erwähnen. Im Buch. Ja. Jetzt ist mir früher aufgefallen, du hast seinen Namen nicht erwähnt, nur beim Zikr, beim Khatam. Wenn danach das Dua war, da hast du seinen Namen anderes eingefügt. Nicht Dua. Ja, beim Dua, du kannst ja Dua für den Sheikh machen. Ja, aber wenn wir die Namen der Meister dann auf. Das ist was anderes. Da dürfen wir ihn sagen. Beim Beat darfst du sein. Beim Beat darfst du seinen Namen sagen. Beim ja. Beat. Beim Khatam habe ich nicht seinen Namen gesagt. Nee. Kann Dua nicht. Nee. Wann habe ich denn seinen Namen gesagt? Nee. Heute bestimmt nicht. Heute habe ich nicht gesagt, aber ich habe es in Erinnerung, dass ich habe nämlich immer darauf geachtet, ob du den Namen extra ausgibst. Ja, stimmt, ich habe den manchmal gesagt, das stimmt. Ja. Ich war auch schon. War auch schon. Also das soll man bin schon, war schon. Also, wenn du es oft genug sagst, dann. Ich habe ja auch gesprochen, ich habe ihn ja auch jetzt genannt. Alhamdulillah, es ist klar, es ist gut angekommen. Ja. Ist klar und aber es ist du doch darfst für ihn beten und du darfst ausdrücken, das hat er auch selber gesagt. Beim Beat ist natürlich klar. Da musst ja, ja. Du machst ja Beat zu Sheikh Mehmet. Ja, ja. Ja, da musst du natürlich den Namen sagen. Das ist was anderes. Aber eben diese Widmung ja, zum Schluss, das macht man. Du kannst auch Dua natürlich für Sheikh Mehmet machen. Das ist auch okay. Wenn wir zum Schluss Dua machen, ja, Sirat al-Sharif bin Nabi, nach dem Allahu Akbar und so, in der Runde, kannst du natürlich Sheikh Mehmet erwähnen. Dass Allah ihm alles gibt und so, wie er es jetzt auch gemacht hat. Amen. Sheikh Said, verstehst du? Aber so diese Ichta, soll man halt nicht. Okay. Aber das war mal eine Weile, war das schon so, dass man Sheikh Mehmet mit reingemacht hat, um auch Richtung anzugeben, um Kurs anzugeben, zu sagen, ja, Sheikh Mehmet, wir gehen mit dir. Ja, das war so die Absicht, die dahinter war. Ja, das ist auch okay, das kann man aber auch. Also, es gibt ja Sheikhs, die haben ja in der Echter nur die sich selber. Gibt es ja auch. Gehst dann zum Sicke irgendwo in der Gruppe und dann hörst du bei der Echter, dann sagen die, bietet einer für den Sheikh, der da das Sicke geleitet hat. Ja. Und ohne andere also. Ja. Das ist es natürlich auch nicht. Ne? Deswegen, ja muss man schon, deswegen hast du recht. Das ist schon wichtig, dass man weiß. Die Leute sollen schon. Die Herzen. Ich würde schon sagen, nee, ist schon. Aber auch das. Du musst wissen, wer dein Sheikh ist, sonst. Ist, bist du in. Wie soll man sagen, durch ein Confusion, ja? Wie heißt das? Confusion? Verwirrung. Was? Verwirrung. Ja, du kommst in Verwirrung. Du musst schon. Ich meine, du willst ja auch ankommen. Oder ich meine, du musst ja auch vertrauen, oder? Du musst ja dem vertrauen, dass er dich bringt, von wirklich dahin bringt. Ja. Dass er dich irgendwann bei Rasulullah abliefert. Und zwar clean, total rein. Hast du das Vertrauen? Musst du haben. Er kann das. Er macht's und er kann's. Gibt schon genug Zeichen schon, bereits. Gibt schon so ein Zeichen, genug Zeichen schon. Alhamdulillah.
Fatiha. Bismillah. Allah. Amen. Schwester hat eine Karte gemacht, wo jeder, der möchte, unterschreiben kann. Und das ist als Erinnerung zur Kita. Und die ist von der Schwester selbst gemacht, die Karte, also nicht von mir. Eine Karte, ja, Maschallah. Und ich gehe sie einfach mal darüber, wer noch unterschreiben möchte. Ja, da kann jedem da. Als Dankeschön oder noch was dazu schreiben. Maschallah, Maschallah. Wie bitte? Facebook. Ach, fotografieren, das Facebook stellen. Maschallah, vielen Dank. Maschallah. Ja, danke fürs Kommen, Sheikh Hassan. Dankeschön. Maschallah. Hidayas. Initiative. Initiative, Maschallah. Sehnsucht. Ja. Wir sind halt nicht mehr so beweglich, sind nicht mehr so. Also Karima ist gut. Muss ich immer sagen, fahr nicht so schnell. Ja. Komm. Aber bei mir ist es langsam. Inshallah, dann mit deiner Erlaubnis, ne? Und die zurückfahren noch? Ja, ja. Wow, kommst du nur von einem Tag? Die Karima fährt am selben Tag zurück, das ist kein Problem. Na, die hast noch einen Ersatzchauffeur dabei hier. Der kann noch fahren auch. Wie bitte? Da ist noch ein Chauffeur dabei, wenn... Haben wir noch einen, ja, genau. Für die Fahrerfälle. Genau.